Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die April-Version der Trend Raider Trendbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trendbox. Wow, das war ein schneller Übergang, Claudi. Kostet ab 29,95 € pro Box und pro Monat. Hier sind Produkte im Warenwert von mindestens 85 € enthalten. Es sind 8 bis 10 Produkte aus den Bereichen Beauty, Lifestyle, Food, Fashion, dies, das, Ananas. Und jedes Mal werden wir echt überrascht, denn hier sind tatsächlich auch Produkte drin, mit denen man niemals in einer solchen Box rechnen würde. Diese Lifestyle-Box könnt ihr auch 15% günstiger bekommen mit dem Code Claudi15, wenn ihr möchtet. Ich setze euch einen Link in die Infobox und ich würde sagen, wir schauen hinein in das Schätzelein. Die ist riesig. Das ist jeden Monat, wenn ich sie auspacke, denke ich mir, wow, das ist einfach ein Brocken. Genau. Ich verlose in diesem Video ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket, Beauty und Lifestyle. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Time to Discover steht hier auf dem Karton. Zuallererst entdecken wir ein bisschen Füllmaterial und dann entdecken wir das Motto Bloom and Blossom. Das ist sehr schön. Ja, blühen und... Blossom, weiß ich nicht, duften wahrscheinlich, oder? Also blumig duften. Das war laut. Oh nein, ich sehe es. Ich sehe es, warum es so schwer ist. Wie witzig. Okay, hier haben wir den Blick in die Box. Sieht man das? Es kommt uns schon sehr bunt entgegen. Wir haben zuallererst immer so ein paar Flyer hier drin. Hier ist einfach die Info, hey Claudi, vielen Dank, dass du die Kooperation mit uns machst. Dann habe ich hier, dass Isabel die Box gepackt hat. Man kann diese Kärtchen sammeln, dann kann man eine Überraschungsbox bekommen. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Eine sehr, sehr hübsche Lady schaut uns hier an und... dann schauen wir uns mal das Motto an. Begrüße den Frühling, deine Bloom and Blossom Box. Draußen blüht und grünt es. Ein wahrer Rausch von Farben und Blüten verzaubert uns. Die Sonnenstrahlen wärmen unsere Haut und locken uns in die laue Frühjahrsluft. Der April ist da und mit ihm der Frühling. Wir schwingen uns mal wieder aufs Rad, schlendern über den Wochenmarkt und genießen im Anschluss ein entspanntes Frühstück auf dem Balkon. Dabei steigt uns der betörende Duft der ersten Wildblumen in die Nase und das Zwitschern der Vögel begleitet uns durch den Tag. Begrüße den Frühling und all seine farbenfrohen Facetten mit deiner Aprilbox. Du entdeckst blumige Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Food und Wellness und lässt die frühlingshafte Blütenpracht in dein Leben. Bloom up your life mit deiner Trendbox im April. Christine vom Trend Raider Box Team hat hierzu ein Zitat abdrucken lassen. Wenn alles blüht und duftet, ist das für mich die schönste Jahreszeit. Ich erfreue mich nicht nur am Blütenmeer im eigenen Garten, sondern genieße auch wundervoll angelegte Parks, in denen es summt und brummt. Die Natur zaubert einfach die schönsten Farben und Formen, immer wieder erstaunlich. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Die Produkte sind aufgeführt. Veganer Brunch, dies, das Ananas, diese Wildkräuter haben super Kräfte. Gänseblümchen, ich muss an Like a Daisy in Spring denken, die Magie des Frühlings, Löwenzahnhonig kannst du hier herstellen und dann haben wir auch noch diese Doppelseite hinten, die wir immer haben, zum einen wie du diese Box weiterverwenden kannst und zum anderen ein Rezept, was man sammeln kann und hier hinten ist ein Spoiler für den Mai, was mein Geburtstagsmonat ist, also das soll bitte auch ganz besonders sein. Die Reiseluft ruft. Ja, und ruft mich nach Malaga. Ich freue mich. Mit Melli und mit Amelie und mit super vielen anderen Ladies. Ihr werdet mitgenommen, Leute. Keine Panik, ne? Du kannst es kaum abwarten, endlich wieder auf Entdeckungsreise zu gehen und planst schon die ersten Ausflüge. Mit der Maibox bist du bestens ausgestattet, die Welt und besonders deine Umgebung zu erforschen. Denn schöne Orte findest du nicht nur in der Ferne. Von deiner Reiselust gepackt begleiten dich unsere Trendprodukte aus dem Mai mit in deinem Abenteuer. Die limitierte Box ist ab dem 1. Mai in unserem Online-Shop erhältlich. Und dann hast du hier einen QR-Code, kannst ihn abscannen. Ja, ich bin eigentlich auch ein richtiger Heimscheißer. Also ich habe eigentlich selten, dass ich in Urlaub fahre. Aber jedes Jahr ist für mich irgendwie seit letztem Jahr, da war ja Korfu für uns die Mega-Reise, ne? Und dieses Jahr ist es Malaga. Also das ist für mich ein absolutes Highlight, also dass man da einfach die Möglichkeit hat. Und da bin ich ja von Dalton wieder eingeladen worden. Mega, ich freue mich. Okay, so, wir starten jetzt einfach mal mit der Box und dann nehme ich den ersten Brocken einfach mal raus. Das ist von Ecovair. Sensitiv Weichspüler, Apfelblüte und Mandel pflegt sanft und erfrischt. Ne?
Ja, ich bin gerade am Waschen, passt wundervoll. So ein Weichspüler kannst du immer gut gebrauchen. Das meine ich halt, ne? Rechnest du in deiner Lifestyle-Box mit Weichspüler, mit Mehl oder mit sonst irgendwelchen Zusätzen? Doch, riecht angenehm. Den Duft mag ich gerne. Oh, ja, schön. Wird auf jeden Fall dann jetzt in Anwendung genommen, ne? Finde ich auch klasse. Mit pflanzenbasierten, biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Sowas ist natürlich auch ganz nett, weil es halt auch eine nachhaltige Box ist. Dementsprechend, wenn ein Weichspüler drin ist, dann sind natürlich die Inhaltsstoffe von den Produkten auch umweltfreundlich, was ich gut finde. Dann habe ich hier etwas drin enthalten. Zwergenwiese Feinsauerkirsche ohne Stücke, ohne Kerne, neu im Sortiment. Geil, das ist eine Marmelade und sowas mag ich. Ich esse super gerne Marmelade mit Nudeln, mit Vanillepudding, mit Käse auf Brötchen oder Brot. Das mag ich einfach gerne. Auf Croissant, wie hier abgebildet ist, ne? Und dementsprechend wird bei mir eine Marmelade halt auch relativ schnell leer. Und dann macht es Sinn, dass ich sowas auch ab und an mal in Boxen drin habe. Hier habe ich als nächstes ein Produkt von Haarliebe bei Domino Kati. Kopfhautserum, wie geil. Ohne Witz, Leute. Ich habe aktuell wieder meine Problematik, dass ich hier so Pickelchen hinten im Nacken habe. Ich weiß nicht, ob das vom Schwitzen kommt. Wahrscheinlich, ne? Denn ja, ich glaube, es kommt wirklich vom Schwitzen. Und da kommt sowas sehr, sehr gut. Das wird auch direkt in Anwendung genommen. 100% vegan, ohne Silikone und eine recycelte Flasche. Ein Leave-In. Das finde ich ja schön. Mein Startmacher. Kopfhautserum ist dein Go-To-Produkt für eine gesunde und geschützte Kopfhaut. Die sanfte Formulierung reduziert die Teigproduktion und das enthaltene Koffein stimuliert das Haarwachstum. Der extra Energiekick für stärkeres und volleres Haar. Ich hoffe dann tatsächlich auch, dass es halt gegen Irritationen auf der Kopfhaut auch wirkt. Also ich verwende ja von Philipp Kingsley auch das Kopfhautpeeling dann vermehrter, ne? Um dann halt da alles ein bisschen feiner zu machen. Aber das wird dann auch vielleicht sogar präventiv verwendet werden. Achso, bei der Marmelade hätten wir auch noch andere Sorten drin haben können übrigens. Ich habe hier das Heftchen noch vor mir liegen. Ja, ansonsten. Achso, und dieses Haarliebe bei Domino Kati bekommen nur diejenigen, die ein 12-Monats-Abo haben. Denn alle 2 Monate hast du dann halt so ein Trend-Goodie drin. Und das ist jetzt in dem Falle das Haarprodukt. So, dann sehe ich hier etwas super Cooles. Daily Socks Fashion. Feel good with Daily Socks. Das finde ich ja geil, ne? Also sowas, ein Jahr Anti-Loch-Garantie. Gut, ich muss gestehen, made with love by Daily Socks, dass meine Socken eigentlich keine Löcher kriegen. Da bin ich ja tiefenentspannt, ne? Was kann ich, welche Größe willst du denn sein? 16 Euro kostet das normalerweise, steht hier drin. Weiß ich nicht. Achso, 10 € Gutschein hast du hier auch noch mit dabei. Das ist nett. Happy 10. Damit kriegst du 10 € auf deine erste Bestellung. Bis zum 31. Mai. Love Day scheint dann hier die Geschichte zu sein. Ja, nee, hier steht nicht mal, welche Größe das ist. Ich habe jetzt gerade Socken an. Ich weiß gar nicht, von wem habe ich die denn letztes Jahr gekriegt. Das sind diese Socken mit Essen drauf. Hier habe ich ein Eis drauf. Manchmal habe ich auch meine Pizzasocken an. Letztes Jahr zum Geburtstag. Da habe ich ein großes Paket bekommen. Da waren ganz viele Socken drin. Da ziehe ich mir einmal hier meine Regenbogensocken an. Also ich habe Größe 41, ne? Und das geht tatsächlich klar. Also da habe ich jetzt hier die Hacke. Ja, ist eine schöne Größe. Ich glaube, die lasse ich dann direkt an, weil es ist schön muckelig warm. So warm ist es nämlich hier oben gar nicht. Dann ziehe ich die andere Seite aber auch noch an. Ja, Leute, das ist hier richtig mit ganzem Körpereinsatz. Und jetzt, wo ich meinen Babybauch nicht mehr habe, bin ich doch wieder etwas beweglicher hier unterwegs. Wobei ich auch mit Hochschwanger hier Sockentests gemacht habe. Ihr erinnert euch hoffentlich. Okay, also weiter geht die wilde Reise. Dann habe ich hier eine Rosenseife von LN drin. Pur und natürlich. Ja, solche festen Seifenstücke verwende ich ganz gerne. Geeignet für Gesicht und Körper. Auch das ist interessant. Ich habe das dann halt einfach bei mir am Waschbecken. Mal habe ich eine Flüssigseife, mal habe ich eine feste Seife. Und das kommt aus Gelsenkirchen. Das ist gar nicht so weit von mir entfernt. Ganz interessant. Und Rose mag ich ja einfach, ne? Und hier sind richtige Rosenstückchen drin. Wie cool ist das bitte? Schaut dann so aus. Und ich habe noch nicht dran gerochen, aber ich rieche hier überall diese geile Rose. Es ist halt so ein bisschen wie bei meiner Oma im Badezimmer halt mit der Seife, ne? Also sie hat so eine ähnliche Duftgeschichte bei sich.
Aber ich mag das. Also für mich erinnert das mich natürlich auch an meine Kindheit, denn ich bin ja auch mit meiner Oma in einem Haus groß geworden. Ne? Ich war gestern noch bei meiner Oma und ich finde es schön. Doch, wirklich. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Kann man gut gebrauchen. Fürs Gesicht würde ich das jetzt nicht so verwenden, weil ich eine super sensible Haut habe. Ne? Ein bisschen was zum Naschen habe ich hier drin. Ah, das ist leider nichts für mich, denn ich mag nicht gerne Banane in Kombination mit Schokolade beziehungsweise generell Obst in Kombination mit Schokolade. Barnhouse Crunchy Energy Plus habe ich hier nämlich drin mit Guarana. Fairtrade Kakao kann als Mengenausgleich mit nicht zertifiziertem Kakao vermischt werden. Was? Auch sehr interessant. Mhm. Das scheint dann hier so eine Originalgröße zu sein, ne? Ja. Und ich mag eigentlich gerne dieses Granola, dass man das dann so schön sich mit Müsli, mit Joghurt zusammen macht. Das wird es ja auch sein. Aber Knuspermüsli aus Bayern, ja. Aber wie gesagt, ich mag halt nicht so gerne Schoko und Banane. Aber mein Freund mag das eigentlich ganz gerne. Vielleicht wird er das dann, wobei der macht keine Banane. Hm. Man hätte auch noch drin haben können Acerola und Johannisbeere, das wäre mehrmals gewesen. Und Erdbeer-Vanille, oh. Hm. Naja. Ist nicht schlimm. Bei uns kommt nie irgendwie was, ne? Also da alles findet seine Anwendung. Dann habe ich hier von Bali Balm Pineapple Lip Scrub drin. Okay. Ein Lippenpeeling. Das ist eins der Beauty-Produkte. Das kommt ganz gut, wenn ich mal wieder so Liquid Lipstick oder sowas getragen habe, ne? Den kriegst du dann sonst einfach nicht so gut ab. Da hilft dir ein Lippenscrub, aber ja, bei mir wird, also ich habe noch nie, doch, ich habe schon das ein oder andere aufgebraucht, das stimmt jetzt nicht, aber solche Pöttchen, das ist schon da, bist du lange mit beschäftigt, hast du vielleicht ein Jahr tatsächlich sogar dran, 15 Milliliter und 12 Monate ist das auch nur haltbar, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, leider nicht ganz so meins, muss ich sagen. Okay, jetzt hatten wir hier zwei Produkte, wo ich sage, dann gucke ich mal, ob ich jetzt das nächste habe, was ich gut finde. Seed Me, samenfestes Bio-Saatgut. Ach, guck mal, so richtig mit einem Siegel drauf. Das finde ich schon wieder hübsch. Da muss ich an Danny denken, im Pelletier Verlag, wo ich übrigens auch zwei Bücher rausgebracht habe. Diese zwei Schätzeleins, die auch da vorne auf meinem Tisch liegen, aber diese Box ist im Weg, ich komme nicht bei. Genau, ja, auf jeden Fall könnt ihr auch mitbestellen. Das Siegel-Set, was ich bestellen, habe ich auch gemacht, habe ich hier auch liegen. Ist richtig cool. Man benutzt es nur viel zu selten, muss ich ehrlich zugeben. Und hier habe ich als Biosaatgut, ganz offensichtlich, Sonnenblumenkerne. Dann werde ich die mal bei uns pflanzen, dass wir dann dieses Jahr Sonnenblumen bekommen. Finde ich schön. So, dann habe ich hier eine Pflegecreme Intensiv von Bergland Probiotik an. Aha, Beauty Aging. Aha, genau. Das ist einmal diese hier. Eine probiotische Pflegecreme Intensiv. Intensive Pflegepower. Beauty Aging. Fünffachen Wirkkomplex aus probiotischem Laktoferment, Brombeere, Acai und nährenden Pflanzenölen sowie natürlicher Hyaluronsäure. Verringert nachweislich die Faltentiefe und für eine straffere Haut. Sehr natürlich scheint das zu sein. Hier steht ganz viel mit natürliche Inhaltsstoffe, 99,9% und so drauf. Sieht echt hübsch aus. 50 Milliliter? Ne? Mag ich auf jeden Fall optisch schon mal ganz gerne leiden. Ach so, du hättest bei der Samenmischung auch noch was anderes drin haben können. Und zwar eine Wundertüte hätte es alternativ auch noch gegeben. Witzig. Ich gucke hier parallel die ganze Zeit nämlich, ob man Alternativen drin haben könnte. Ja, bei der Pflege hättest du auch noch ein Reinigungsfluid drin haben können oder eine Augencreme auch von der Marke. Mhm. So, dann habe ich jetzt hier von Salus Vitamin B-Komplex Tonikum für Energie und Nerven mit 6 wichtigen B-Vitaminen. Ein veganes Produkt. Ja, das ist auf jeden Fall in dieser Box sehr, sehr gut aufgehoben, denn die richtet sich ja an Menschen, die vielleicht zum Beispiel auch einen veganen Lebensstil haben und da sollte man ja zum Beispiel B12 supplementieren, aber wenn man jetzt, so wie ich zum Beispiel, eben nicht vegetarisch lebt, sondern Allesfresser ist, bekommt man das ja quasi durch die tierischen Produkte, ne? Ich persönlich bin halt eigentlich kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, das sage ich immer wieder. Und dann habe ich hier noch drin enthalten No Whey Bar. Too good to be a vegan Bio Bar. White Choco Raspberry, das hört sich doch lecker an. Weiße Schokolade mag ich nämlich mit Früchten. Das ist ganz verrückt, ich weiß. 11 Gramm Protein pro Riegel. Ich mag solche Proteinriegel total gerne.
Hier muss man nur schnell sein, das ist nur bis Juni haltbar. Das ist nicht schlimm, das werde ich jetzt gleich aber tatsächlich essen, wenn ich hier aufräume. Ich finde es cool. Also ich mag sowas, das hätte man nämlich auch noch mit dunkler Schokolade haben können oder mit Vollmilchschokolade. Ich bin halt voll ein Fan von weißer Schokolade. Deswegen für mich perfektes Produkt. Ich sehe hier etwas drin. Oh mein Gott, ja. Frit hat jetzt auch eine vegane Linie wohl rausgebracht. Das ist Pfirsich. Ja, ich liebe Frit. Wow, ist Frit ein Kau. Ich weiß nicht, gibt es da unterschiedliche Sorten von? Ich liebe eigentlich eher so diese roten Geschichten, also Kirsche oder sowas. Aber nee, Pfirsich haben wir alle drin. Ey, das kostet 79 Cent. Warum kaufe ich mir sowas im Laden nicht? Jedes Mal, wenn ich sowas in der Box drin habe, gehe ich darauf steil, als gäbe es keinen Morgen mehr. Gelatinfrei ist das auch noch. Mensch, klimaneutral produziert. Sehr, sehr charmant, ne? Und ich liebe es. Also die weiße Schokolade und dieses Ding machen gerade, dass ich so richtig Bock drauf kriege. Das wird nicht lange überleben. So, dann habe ich jetzt hier als letztes einen Geburtstagskalender. Ja. Tatsächlich haben wir auch noch so einen Hängekalender bei uns und eigentlich ist es hauptsächlich für Geburtstage. Alles andere hat man ja meistens so im Handy. Und hier hast du dann ganz klassisch die einzelnen Tage des Januars und so weiter und da können dann die Geburtstage draufgeschrieben werden. Es dürfen aber nicht allzu viele Leute am selben Tag Geburtstag haben, weil die Abstände doch recht klein sind, ne? Und den kannst du halt jedes Jahr aufs Neue benutzen. Ist natürlich nachhaltig gedacht, tatsächlich, ne? Kannst du nicht anders sagen, weil das lässt du dann einfach hängen. Der muss ja nicht jedes Jahr erneuert werden. Ich persönlich brauche es halt so nicht für uns, weil wir halt diesen Familienplaner haben. Au, oh, wow, 24,90 Euro kostet das Schätzelein. Das ist natürlich heftig, ne? Also von der Idee her, gut gedacht. Die Umsetzung ist nicht ganz so perfekt gemacht, meine Meinung, ne? Also das hätte ich für mich, also ich brauche mehr Platz. Ich muss weniger wissen, welcher Monat ist gerade quasi, ne? Also das ist ja quasi zwei Drittel Seite, dass da oben der Monat draufsteht und unten nur so ein ganz kleines bisschen, dass man die Geburtstage eintragen könnte. Ich bräuchte da mehr Platz, weil ich gar nicht so wenig Leute kenne. Das hier wäre jetzt dann einmal komplett die Box gewesen. Ich finde sie brauchbar, also definitiv. Ich mag nicht so gerne meinen Schokobanane Crunchy, aber das liegt einfach daran, dass ich nicht so gerne Schokobanane mag. Ja, ansonsten finde ich die Box schon gut, aber Trend Raider hatte schon stärkere Boxen. Also liebes Trend Raider Boxenteam, nächsten Monat habe ich Geburtstag. Da bin ich sehr gespannt, was ihr reinpackt. No pressure, Leute, no pressure. Und das war's dann auch hier. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne kostenlos abonnieren, Leute. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.